Vorratsdatenspeicherung stellt alle Menschen in Deutschland und Europa unter einen Generalverdacht, ohne dass es messbare Ergebnisse der Erfolge der Vorratsdatenspeicherung gibt. So hatten wir in Deutschland von 2008 bis 2010 eine Vorratsdatenspeicherung und die Kriminalstatistiken des BKA zeigen, dass es da keine nennenswerten Veränderungen in der Aufklärungsquote gab. Die traurigen Ereignisse in Frankreich haben gezeigt, dass dort, wo es eine 12-monatige Vorratsdatenspeicherung gibt, keine Anschläge mit der Vorratsdatenspeicherung verhindert werden können. Auf der anderen Seite hat die Polizei nicht zu wenig Daten, sondern sie hat zu wenig Personal. Wenn es konkrete Verdachtsmomente gibt, haben die Strafverfolgungsbehörden sehr viele Möglichkeiten, auf Daten, auch auf Daten aus dem Bereich der Telekommunikation zuzugreifen. Von daher ist eine Vorratsdatenspeicherung überflüssig und schränkt die Freiheit der Menschen in unnötiger Weise ein.